Wir wollen nach Kambodscha reisen in 2 Tagen und sind noch in Chiang Mai und müssen jetzt einen PCR-Test machen. Okay. You exit this building and turn left. Hello. We want to do a PCR test. Okay. Thank you. Das war jetzt gar nicht so leicht, hier rauszufinden, wo wir diesen Test machen können. Und hier ist alles auf Thai. Die meisten sprechen aber überhaupt kein Englisch. Deswegen, wir wissen noch nicht so richtig, wie es abläuft. Die ist jetzt mit unseren Pässen weg. Und dann ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, das andere musst du ihr. Achso, hat sie schon? Oh, das ist ja immer eklig, ne? In die Nase rein und so. Aber witzig, die haben hier in Thailand diese, also die Testerinnen sind hinter so einer Glasscheibe und dann haben die diese geilen Gummihandschuhe. Das konnten wir jetzt leider nicht filmen, weil Franzi und ich gleichzeitig den Test hatten. Aber das ist irgendwie sehr speziell. PCR-Tests waren Gott sei Dank negativ, deswegen haben wir jetzt alles gepackt und fertig gemacht, um nach Kambodscha zu reisen. Heute geht es weiter mit dem Flugzeug und zwar von Chiang Mai nach Bangkok, nach Siem. Okay, es gibt Neuigkeiten. Eigentlich wollten wir ja von Chiang Mai über Bangkok nach Siem Reap fliegen. Das machen wir auch nach wie vor. Aber wegen Covid kann anscheinend unser Gepäck nicht durchgecheckt werden. Wir müssen in Bangkok nochmal wieder zum Schalter offiziell einchecken, neues Ticket bekommen. Und das wird alles viel zu eng werden, wenn wir dann auch noch wieder unser Gepäck abholen müssen und aufgeben. Deswegen müssen wir jetzt unsere Flüssigkeiten aus dem Rucksack packen, damit der handgepäckskonform ist sozusagen und dann hoffen, dass wir in Bangkok genug Zeit haben, um eben diesen ganzen Prozess da zu durchlaufen, weil es geht nur einen Flug am Tag oder alle paar Tage nach Siem Reap. Oh, Sonnencreme ist halt super teuer hier in Asien und deswegen eben jetzt auch hätten wir unser Handgepäck aufgegeben, einfach um die noch ein bisschen nutzen zu können. Sind aber alle zu groß. Ich habe noch einen so einen kleinen Umfüllbehälter. Der nächste Direktflug von Bangkok nach Siem Reap geht am Donnerstag in 5 Tagen. Dafür müssten wir unser Visum verlängern, also unser Visum in Thailand. Ne? Dafür müssen wir einen neuen PCR-Test machen und wir müssen, glaube ich, auch das Visum für Kambodscha nochmal irgendwie verändern. Scheiße, ey. Ja, und es wird natürlich auch spannend. Wir haben natürlich jetzt viel zu viel Handgepäck. Ne? Also, weil die Airline, die erlaubt eigentlich nur 7 Kilo. Und wir haben 7 Kilo, aber dann haben wir auch nochmal irgendwie jetzt 5 Kilo Technik. Und mit der Drohne ist es auch nicht besser geworden. Also, achso, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ne? Im letzten Video, Franzis erster Vlog, da ist das, geht's um eine Drohne. Das habe ich natürlich schon alles verraten. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Wir sind zum ersten Mal erfolgreich mit einer Drohne durch eine Sicherheitskontrolle gekommen. Das scheint kein Problem zu sein. Also um das jetzt hier irgendwie noch zu beschleunigen und wahrscheinlicher zu machen, dass das klappt, habe ich nochmal gefragt, wo wir in Bangkok hin müssen. Ich habe noch gefragt, ob sie uns weiter nach vorne setzen kann. Das geht aber nicht. Wir sind Reihe 41, aber die Aircraft startet erst bei 31. Also wir sind in der 10. Reihe. Das heißt, wir sollten relativ schnell aus dem Flugzeug rauskommen. Ich glaube, mehr können wir gerade nicht machen.
Sehr gut. Die Leute am Check-in haben uns schon mal durchgelassen mit unseren 4 Rucksäcken. Ich meine, das ist ja das Konzept von Handgepäckreisen. Ne? Man hat den einen Hauptrucksack und dann hat man noch den einen persönlichen Gegenstand. Das ist ja der Trick. Ohne das könnten wir das auch nicht. Wir haben nur jetzt einen relativ schweren kleinen Gegenstand, aber ja, super, perfekt. Und Boarding hat pünktlich begonnen, das heißt, noch sind wir voller Hoffnung, dass wir das heute noch bis Kambodscha schaffen. Wir haben die Reihe für uns, das heißt, wir haben auch den Fensterplatz und wir sind fertig mit Boarden, das heißt, wir kommen pünktlich los. Durchgesagt, wir sind 10 Minuten ahead of schedule, also wir sind 10 Minuten früher dran als eigentlich geplant. Das heißt, eigentlich stehen die Chancen wahrscheinlich ganz gut, dass wir es schaffen, aber wir müssen uns wahrscheinlich trotzdem beeilen, wenn wir gleich landen. Wir müssen jetzt einmal komplett raus aus diesem Terminal, oder zumindest ja aus dem, ja irgendwie müssen wir hier raus und dann wieder einchecken. Am Gepäckband kann man natürlich jetzt vorbeigehen, das ist der größte Timesaver ever. Ja, das war doch jetzt dann doch noch ganz entspannt. Jetzt hatten wir sogar noch Zeit, uns hier so einen geilen Dairy Queen Blizzard zu holen. Surft upside down. Die drehen den immer um. Kennen wir das in den USA, aber nur. Machen die hier auch. Ja, dann fliegen wir jetzt mal nach Kambodscha. Für die Einreise nach Kambodscha braucht man nicht nur den PCR-Test, sondern auch ein Visum und man muss hier diese Papiere ausfüllen, so Immigration Card, Customs und so. Und dann müssen wir bei Ankunft noch einen Antigen-Test bestehen. Und wenn wir das alles bestanden haben, dann dürfen wir einreisen. Vor? Ja, ist ja der Klassiker. Ich lese die Reiseführer immer erst, wenn wir im Flieger sitzen, weil Franzi immer alles plant und ich lasse mich dann überraschen. Aber so ein bisschen lese ich dann auch im Flug. Der Flug geht 40 Minuten, ne? Also ist nachher begrenzt, was Matthias so aufgenommen hat. Es gibt hier Angkor Wat, heißt das. Und wenn wir dann das Video da machen, ne, dann tut er wieder so, als ob er alles weiß. So ein Tempel oder so. Bis dahin weiß ich das ja dann auch alles. Ich lese das. Wikipedia ist eh der bessere Willkommen in Siem Reap in Kambodscha.
auf dem Mini-Flughafen. Das finde ich ja immer süß, ne? Wenn man so direkt vom Flugzeug übers Rollfeld und so weiter. Hier ist es ziemlich dunkel. Kriegt man hier irgendwie bei Einreise? Jetzt warte ich noch auf Matthias, dass der durch ist und dann, glaube ich, haben wir es bald geschafft, ne? Ist auch 30 Tage gekommen? Weiß ich nicht, ich guck gerade. 12. Das? April. Oder steht der Zweite? Ja, 12. April. Juhu! Also jetzt nochmal kurz in Ruhe. Wir sind emigriert. Also wir sind erfolgreich eingereist. Und nach der Einreise macht man direkt so einen Antigen-Test, also diesen Schnelltest. Das Stäbchen hatten wir gerade schon in der Nase und jetzt sitzen wir hier und warten auf das Ergebnis. Also so 10 bis 15 Minuten dauert es. Okay. Yay! Du musst es abgeben, deine. Sehr gut. Wir dürfen einreisen. Also beziehungsweise wir müssen nicht in Quarantäne. Ah, hallo. Good. His first time, but I've been here in Siem Reap before. Oh. Kennst du es wieder? Ja. Ja? Tatsächlich. Geil, haben wir so ein cooles Motorrad-Tuk-Tuk. Sicher haben. Ja, das ist ja geil. Guck mal hier. Also das ist ja sehr nice. Ja, sollen wir uns noch eben abkühlen? Ich bin weit gefahren. Okay. Okay, jetzt hier ist besser. Ah, richtig schön, diese Abkühlung. Wir sind angekommen im Hotel, offenbar. Und Franzi hat einen Pool gebucht. Finde ich richtig gut. Ganz bewusst, damit wir uns hier schön abkühlen und erholen können, wenn wir tagsüber die Tempel von Angkor Wat erkunden. Und ich bin super aufgeregt oder total voller Vorfreude, jetzt Kambodscha zu erkunden. Mal wieder ein neues Land, was wir zusammen noch nicht erkundet haben. Also nochmal was ganz anderes wieder. Ja, und ich bin immer happy, wenn wir in Zeiten von erschwerten Reisebedingungen es wieder schaffen, in ein neues Land zu kommen. Ist immer irgendwie so, fällt ein Stein vom Herzen, wenn dann alles geklappt hat. Ja. Ihr habt ja gesehen, was man brauchte für die Einreise. Ja, und jetzt bin ich auch gespannt, endlich mal wieder beeindruckende Gebäude, Ruinen, Tempel angucken. Also, wenn euch das interessiert, dann schaltet in ein paar Tagen wieder ein. Auf zu neuen Abenteuern! Zeig dir extra, dass du da hinkommst. Ja, aber das ist so bescheuert, dass die Kamera da an der Seite vom iPhone ist. Wer baut denn sowas? How do you say thank you? Akun. Akun? Akun. Warum macht man die nicht in die Mitte? Ja, damit die nicht im Weg ist. Aber du musst hier hingucken. Ja, weiß ich doch. Akun? Akun. Akun. Ja. Okay. Well done. Und was soll ich jetzt hängen? Ich weiß gar nicht, was ist denn dann der Plan? Normal. Ich kann das nicht irgendwie jetzt loslassen, dass wir vielleicht unseren Flug verpassen und zu gucken, was dann die nächste Option ist. Und jetzt machen die Tür nicht auf. Was machen die denn da jetzt? Irgendwelche scheiß Complimentary Snacks. Thank you. Kann ich total darauf verzichten, wenn sie mich dafür hier rauslassen. Bin ich hier richtig? Ja, mein Shampoo auch. 120 Milliliter.